Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vintage Story. Ja, Folge 50 mittlerweile, habe ich festgestellt. Das ist schon ordentlich. Wir haben auch in den letzten Folgen viel gemacht. Und was wir dann heute Schönes machen, das sehen wir dann gleich. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen resümieren, haben wir ja einiges schon geschafft. Also ich meine, wir haben hier angefangen mit so einem kleinen Hütchen. Das war ja hinten. Hier komme ich gar nicht mehr durch. Siehst du? Weil ja die Mühle ist. Hier hinten, da hinter diesen Bäumen, die vorher auch nicht da waren, hatten wir ganz kleines, bescheidenes Erdloch gehabt. Da haben wir angefangen, diese kleine Hütte zu bauen, die hier. Die wurde dann nach hinten länger, dann kam hier die Schmiede noch dran, dann kam da hinten noch diese Mühle dran. Jetzt kommt da eine andere Mühle dran, ein Autohämmer und dann haben wir einen Haufen Ställe. Ein Schuppen, ein großes Lagerhaus, also wir haben schon ordentlich was gemacht. Und ja, es hört irgendwie nie auf. Also es ist immer irgendwas zu tun, irgendwo was zu jizzeln und so weiter. Und das ist halt das Coole an dem Spiel. Es wird nicht langweilig. Ja? Weil, wie gesagt, man hat immer irgendwas zu tun. Und apropos zu tun, wir hatten ja zuletzt hier den Autohämmer fertiggestellt. Ne? Wir müssen nachher später mal gucken, dass wir oben vielleicht irgendwie eine Bremse dran machen oder irgendwas. Oder hier unten hin, damit das Ding nicht permanent hämmert. Das ist aber jetzt erstmal nebensächlich. Ich würde nämlich sagen, dass wir uns um den Stall da hinten kümmern, wo die Schweine drin sind. Da müssen wir auf jeden Fall mal was drumherum bauen. Und den Zaun gegen Stein ersetzen und darum am besten noch einen zweiten Ring. Sozusagen also nochmal ein Zaunfeld dann als Ring drumherum. Ich denke, das sollte gehen. Vielleicht können wir ja auch so eine Art großen Schweinestall machen mit Dach. Aber das erinnert dann so ein bisschen an Mastzuchtanlage. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und wir brauchen erstmal ein paar Ressourcen. Hier haben wir ja die Steine und dann gucken wir uns das einfach mal an. Ich habe jetzt mal einen Stack, zwei Stacks Cobblestone, Granit-Cobblestone besorgt. Und Zäune oder Zaunfelder hatte ich auch noch en masse da. Und jetzt gehen wir mal hinten gucken, wie denn generell die Situation aussieht. Da will auf jeden Fall ein Drifter rein. Der kommt auch direkt auf mich zu. Hallo. Ja, und haut wieder ab, weil er gesehen hat, der hat keine Chance gegen mich. Und ich habe gehört, dass da eventuell doch ein Drifter drin ist. Nee. Gut, dann treiben wir mal das Schwein hier noch mit rein. Komm, Schweini. Geh da rein. Geh rein. So. Wieder ein Schwein mehr da drinnen. Jetzt komme ich hier natürlich nicht raus, weil hier keine. So, dann machen wir hier mal so. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, ich würde gerne schauen, weil hier unten haben sich auch einige Tiere angesammelt. Zum Glück noch kein Wolf. Der hätte nämlich alles hier aufgefressen. Wir haben übrigens auch noch da hinten ein Dickhornschaf. Wie wir das jetzt hier rauskriegen, das müssen wir dann sehen. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass ich direkt an dem Zaun ringsrum vielleicht, naja, nicht vielleicht eins versetzt, vielleicht eins hier, dort quasi einen Zaun, eine Mauer ziehe. Das sollte dann ungefähr ausreichen. Das machen wir jetzt mal. Dann können wir nämlich den Zaun abbauen. Und dann machen wir nochmal ein Zaunfeld drumherum. Wir müssen mal gucken, vielleicht ein bisschen recht quadratisch. Oder? Lass mal so. Ach, ich lasse das jetzt einfach so. Dumm.
Ich habe gerade gesagt, ich wollte einen Block daneben freilassen. Was mache ich? Ich setze es genau dran. Ah, nee, oder? Ist das, nee, es ist kein Block frei. Nee, das ist genau dran. Meine Güte, ey. Das hat gerade gesagt. Naja, dann bauen wir das halt wieder ab. Cobblestone geht ja relativ schnell wegzuhauen. Das heißt, wir dürfen das nicht hier hinsetzen, wir müssen es hier hinsetzen. Quasi, genau hier so. So haben wir sozusagen einen Block daneben frei, genau. Na? So, es kann sein, dass ich ein bisschen verschnupft klinge. Das liegt aber daran, nicht, dass ich krank bin, sondern weil die Allergiesaison angefangen hat. Also diese bösen Pollen und Gräser da draußen, die machen mich hier schon wieder ein bisschen fertig. Dieses Jahr geht's noch. Also ist nicht so schlimm. Weil es ist noch nicht so trocken und so warm. Und von daher fliegt nicht so viel rum. So viel ist in der quasi Luftfeuchtigkeit gebunden. Und da komme ich eigentlich recht gut durch. Aber man merkt es trotzdem. Also man merkt es trotzdem, gerade wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Dann bin ich dann am, ja, die Stunde erstmal total nur am Rumniesen und allem. Man könnte irgendwie sowas wie Cetirizin nehmen oder so, aber ich versuche mich quasi, wie sagt man, zu sensibilisieren. Früher war es mal stärker und seitdem ich halt gar nichts nehme, irgendwie ist es auch auf jeden Fall besser geworden. Ist es nicht, natürlich nicht ganz weg. Aber das kann man dann natürlich auch, glaube ich, gar nicht erwarten. So, jetzt setzen wir das hier hin und gucken einfach mal. Es wird schon ziemlich groß, ne? Vielleicht sollte ich auch mit Maske... Naja, mit Maske Fahrrad fahren, das ist ja ein bisschen blöd. Kippe ich dann irgendwann um, weil ich keine Luft kriege. So, okay, jetzt haben wir sozusagen erstmal hier so einen schönen Durchgang geschaffen. Durchgang, eine schöne Mauer geschaffen. Guck mal, wer da kommt. Mr. Drifter. Mr. Drifter, der, ja, ja, siehst du? Na, das sind hier wieder die Großkotze. Weißt du? Diese Raudis der Schule. Große Klappe und dann nichts dahinter. Nee. Ach ja, Schule. Hat man früher auch. Also nicht Schule, aber... ja, also Schule hat man schon, aber... Solche Assis, sage ich jetzt einfach mal. Es waren wirklich Assis. So eine Großkotze, so eine Halbstarken, die andere schikanieren mussten und alles. Das war furchtbar. Schlimm, sah ich da nur. Schlimm. Haben sich halt immer auf irgendwas Besseres gehalten. Haben quasi den dicken Max markiert. Haben halt quasi nur Stress gehabt, ständig. Mit Lehrern und alles. Haben die anderen Schüler vom Unterricht abgehalten. Da gab es natürlich dann die Leute, die, oh ja, cool, so will ich auch sein. Ja, total, der ist gegen das Establishment. Wusste man früher zwar noch nicht, was das bedeutet, aber ja, man hat es halt einfach so getan, als wenn man hier quasi gegen alles ist. Ja, ja, das sind so, weiß ich nicht. So. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall erstmal die Erde noch mit weggenommen. Ich könnte das hier mal noch mit wegnehmen. Ich wollte es gerade so ein bisschen organischer aussehen lassen, deswegen mache ich mal hier noch was weg. Wir müssen die Steine, die tausche ich dann mal noch gegen Erde aus. Kann ich eigentlich jetzt eigentlich machen. Und dann mache ich ein bisschen Erde rein. So. Dann haben wir auch wieder so ein bisschen ein paar Steine, also ein bisschen Claystone Rock. Zur Verfügung. Da setzen wir einen hin. Verdecken das einfach. Hier machen wir. Na, ach nee, das passt ja. So. Ah ja, ich kann mich noch erinnern, so richtig. Dass gerade in solchen Fächern wie Musik und Kunst, ja, da wurden dann die Lehrer immer übelst krass, weiß ich nicht. Naja, gemobbt. Und das finde ich so, weiß ich nicht, so respektlos. Da stellen sich Menschen hin, ja, vor die Kinder, wollen denen was beibringen.
wollen denen halt quasi aufzeigen, dass man halt im Leben irgendwas erreichen kann, indem man halt quasi sich mal ein bisschen hinsetzt und lernt. Und da gibt es so eine Affen, die halt das einfach, ja, die das einfach ignorieren und, weiß ich nicht, und den ganzen Unterricht stören. Boah! Ey, Kollege, das ist jetzt hier, siehst du? Du störst schon wieder den Unterricht, das gibt's nicht. Hat er was Nettes bei? Natürlich nicht, natürlich nicht, hat er, der hat nichts bei. So, ich schätze mal, das sollte so gehen. Ich hoffe, hier wächst ein bisschen Gras drüber. Man könnte später das den kompletten abtragen, wenn wir vielleicht noch daneben Dickhornschaffarm machen wollen. Dann müssen wir mal schauen. Ich hole mir mal auf jeden Fall Bretter, weil ich mache jetzt hier gleich mal eine Tür rein. Auf jeden Fall eine Doppeltür machen. Da brauche ich quasi 12 von den Dingern. Oder doch, 3, 6, 9, 12. Ja, 12. 12. So. Doppeltür. Ah, guck mal, was wir Haufen Zeug. Slate Stone, Sister. Ah, hier das hier. Oh. Können wir Baum pflanzen. Hä? Warum habe ich das jetzt da reingepackt? Dumm. Dahin. Jetzt gehen wir mal zurück. Machen hier direkt, wie gesagt, gleich eine Tür rein. Wir können ja dann so eine Art Schleuse vielleicht vorne dran machen. Müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Bitte ermitteln. Wie viele Blöcke sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Tja, eine gerade Zahl wäre mir lieber gewesen. Naja, muss gehen. Oder warte mal, wir machen. Nee, warte mal. Vielleicht ist ja hier eine gerade Zahl. Hier so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ja, das ist gut. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, gucke. Oh, da hat er sich jetzt selber ins Knie geschossen, sage ich jetzt mal. Oh, Flachs. Ah, apropos Flachs. Wir müssen übrigens anfangen, wieder unser Beet zu bepflanzen. Das liegt nämlich recht brach da. Okay. Ach, jedes Mal mache ich es falsch, ne? Jedes Mal mache ich es irgendwie falsch. Warte mal, wir müssen das, glaube ich, irgendwie anders machen. Wir müssen zuerst... Wie war das denn? Wie war das denn? War das hier so? Nee. Oder fange ich jetzt... So macht das... Ah, ja, genau. Hier oben. Ah, okay. So war das. Hm. Jetzt können wir nämlich anfangen, den Zaun wieder abzubauen. Da werden wir Bummeltrine wieder Zaunpfeiler zurückgeben. Weil sie hat sie für uns hier hingebaut. Ja, was war das jetzt? Wurde ich angegriffen? Nö, eigentlich nicht. Hä? Ach, das Ding ist auf mich draufgefallen. Das ist ja krass. So. Mr. Dickhornschaf. Aua! Ich glaube, das sind die Schweine, die mich gerade noch mal anhauen. Sind, glaube ich, noch die Generation 1, 2. Die greifen dann noch an. Ja, Mr. Dickhornschaf legt sich erstmal hin. So. Okay, das wird das. Und jetzt machen wir Folgendes.
Tür auf, Tür zu. Und jetzt gehen wir hier nochmal drumherum und machen nochmal ein Zaunfeld. Jetzt muss ich bloß mal schauen, weil ich ja hier sonst in das Wasser reinkomme, dass ich hier noch ein bisschen, ja, ich stehe nämlich hier auch schon wieder ein bisschen über, dass ich mir mal der einen Ecke ein bisschen was hole, was Nettes. Und hier müssen wir sowieso aufmachen, dass dann dass wir die Tiere da raustreiben. Oh, das machen wir dann. Das kommt gleich. Ich hole mir mal ein bisschen Gravel. Warte mal, wo können wir das mal ein bisschen Gravel abbauen? Ein bisschen Gravel. Wir machen vielleicht das hier. Wir nehmen das hier weg. Erstmal. Weil der Weg, der muss sowieso geändert werden, nochmal. Hier mache ich dann. Ja, dann nehme ich den Block auch nochmal weg. Dann machen wir dann hier dann nochmal Erde draus. Und diese Reihe. Nur mal so ein bisschen drumrum. Es muss nicht halt quasi komplett abgebaut sein. Nur, dass ich halt quasi ein bisschen Gravel habe. Gucke, da guckt nämlich schon das Schweinchen durch die Tür durch. Ich brauche noch was zu essen. Ich habe ein paar Trauben eingesammelt. Ich habe, glaube ich, unten noch ein bisschen Marmelade. Aber da will ich jetzt nicht extra zurückgehen. Die Trauben tun es jetzt auch erstmal. Lecker. So, dann fülle ich das jetzt mal hier auf. Ein bisschen. Zaunfeld kommt dann hier hin. Auf die Höhe. Und geht dann hier lang. Das heißt, wir müssen das bis hierher auffüllen. So. Das lasse ich jetzt erstmal so. Ich würde nämlich sagen, dass ich das später mit Cobblestone ein bisschen ausarbeite. So ein bisschen festmachen. So, als wenn das halt so, so sein soll. Ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Mähne. Ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. So, ja. Den mache ich am besten auch. Zwei hoch. Den Zaun. Dass ja nichts durch kann. Hätte ich eigentlich vielleicht gleich machen können. Hier machen wir da wieder eine Tür rein. Beziehungsweise eine Zaundurchgang, eine Zauntür. Eine Zauntür. Jetzt läuft mir die Nase. Ja, ja, das sind nämlich die Wölfe, die warten drauf, dass wir hier unsere Tore öffnen, um unsere Nahrungsmittel freien Lauf zu lassen. Hier müssen wir auf jeden Fall auch was wegmachen, weil sonst könnte es passieren, dass hier Wölfe reinkommen oder sowas. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Das wollen wir natürlich nicht. So, als hätte ich es geplant, ne? Okay, gut. Ein Stack ist schon mal weg, siehste? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich mache das jetzt mal fertig und dann sehen wir uns gleich. Ich bin jetzt einmal drum rum und ich habe mir gedacht, dass ich die Zaunfelder hier mal wegnehme. Und auch eine Doppeltür hinmache. Das heißt, ich werde jetzt hier so einen Cobblestone wieder hinstellen. So hier. Und hier. Und dann mache ich hier wieder so noch eine Cobblestone-Tür rein. Und vielleicht mache ich unter dem Zaun. Na toll, nein, das wollte ich so nicht machen. Unter dem Zaunfeld auch Cobblestone. Das sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Als wenn er so direkt auf dem, naja, der Rasen ist jetzt hier sowieso nicht so der Burner, ja, der ist eher so semi. Ich schätze mal, das sieht ein bisschen besser aus. Und dann müssen wir mal gucken. Ja, ich muss irgendwie mal gucken, dass ich dann später auch mal noch einen anderen Weg schaffe, um auf die andere Seite zu kommen. Das ist nämlich mir etwas zu unkompliziert, zu kompliziert. Nicht zu unkompliziert, zu kompliziert ist da auch nicht zu lange. 1, 2, 3. So. Zwei Türen bitte. Danke.
Es wird auch schon wieder hell, das ist schön. Mr. Drifter, gucken wir auch gleich mal. Wollen ja nichts verschwenden. Ja, er hat aber auch nichts. Aber ist ja klar, was wollen die auch mit haben? Die haben ja keine Taschen. Oder Rucksäcke. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Quasi hier und da. Jetzt gehen beide Türen so auf, genau. Wunderbar. Das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Jetzt werde ich aber hier nochmal die Erde wegnehmen. Und die Steine. Und vielleicht noch eine Reihe, weil zwei Blöcke sind, glaube ich, an der Stelle besser. Wie schnell diese Schaufel geht, das ist unglaublich. Machen wir erstmal hier die unteren weg. Und dann können wir nämlich hier straight durchziehen mit unseren unserer Schaufel. Zack. Und jetzt wollte ich hier gucken, dass ich das hier ein bisschen angleiche. So, den weg hier, hier oben. So. So. Dass das nicht so kantig ist, wisst ihr? So, genau. Jetzt aber noch die Steine auch noch weg. Und dann am besten, wie gesagt, auch ordentlich ausleuchten. Naja, hier setzen wir dann auf jeden Fall dann noch Zeugs rein. Gut, naja, ich würde sagen einfach, das reicht erstmal für diese Folge. Ich mache das hier fertig. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt angucken. Das ist ja relativ unspannend. Und da werden wir natürlich bestimmt wieder die nächste Folge in der Nacht aufnehmen. So wieder, wie wir das immer tun. Und ja, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut bis dahin und.